Borna. Zur Sportolympiade hatte die Grundschule Borna West am Mittwoch, den 7. September, geladen. Jede Klasse verkörperte eine Nation. In 10 außergewöhnlichen Wettkämpfen wie Arschbombenweitsprung, Blindenlauf oder Klobürstengolf kämpften jede Klasse gemeinsam für den Erfolg. Unterstützt wurden die Kinder von zahlreichen Eltern und angehenden Erziehern aus einer Altenburger Berufsschule. Jawohl!